Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber in Minecraft gibt es seit neuestem einen Frosch. Wieso, weshalb wir hier in Minecraft einen Frosch brauchen, schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Die erste Frage, die wir uns natürlich wieder stellen, ist, wo findet man eigentlich Frösche? Minecraft hat uns drei verschiedene Arten der Frösche gegeben. Zum einen findest du sie im Sumpf, im Schnee und natürlich auch noch in den Tropen. Aber warum überhaupt drei Arten? Zum einen, Frösche ernähren sich im Spiel von Schleims. Wenn sie einen Schleim fressen, droppen sie einfach einen Schleimball. Wenn sie aber jetzt, sag ich mal, einen Magmaschleim finden und den fressen, droppen sie ein Froschlicht. Ja, eine neue Lichtquelle, die der Frosch uns, sag ich mal, ins Spiel gebracht hat. Und je natürlich der Farbe des Frosches, droppt er je, wenn er einen Magmaschleim frisst, natürlich eine andere Farbe. Ganz klar. Jetzt kommen wir gleich schon zur nächsten Frage, wie vermehre ich eigentlich Frösche? Ganz einfach gesagt, du brauchst einfach nur diese Schleimbälle von den Schleims, suchst dir dann natürlich dann zwei Frösche aus, die sollten sich in der Nähe einer Wasserquelle befinden und sobald du sie mit den Schleims fütterst, krabbelt dann ein Frosch ins Wasser und legt dann den Froschlaich. Aus dem Laich entsteht, sag ich mal, innerhalb von 20 Minuten, also von dem Laich zur Kaulquappe, am Ende der Frosch. So in circa 20 Minuten sollte es sein. Aus dem Froschlaich können bis zu 5 Larven schlüpfen, also 5 Kaulquappen. Achte drauf, dass die Kaulquappe, sag ich mal, in einem sicheren Gewässer sind, denn die haben einen Fressfeind, und zwar diesen hier. Ja, moin. Tja, und dann war es das eigentlich schon mit dem größten Teil, was der Frosch uns in Minecraft bringt. Wir können auf ein paar kleine Infos noch eingehen, zum Beispiel Kaulquappen besitzen 3 Herzen, ein Frosch besitzt 5 Herzen. Frösche können sogar bis zu 3 Blöcke hoch springen, das heißt, wenn du dir einen Frosch, ja, behalten möchtest, fangen möchtest, solltest du das Gehege höher als 3 Blöcke machen. Und das waren eigentlich schon die Informationen, die ein Frosch uns in Minecraft bringt. Ja, du kannst natürlich jetzt gerne noch oben in der Infobox einmal reinschauen, da findest du noch weitere tolle Videos oder abonniere einfach den Kanal, dann bleibst du auf dem laufenden Stand und verpasst in Zukunft gar kein Video mehr. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche dir noch einen schönen Tag, bleib gesund, haut's rein und ciao. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but